Hallo, liebe Liebenden, es ist mal wieder soweit für einen Next Talk. Ich bin's ja, ich sag mal, Blogger Gunnar Sohn und der Co-Moderator ist Winfried Faeser. Zugeschaltet heute ein super spannendes Thema, wo jeder, sag mal, eine unterschiedliche Erfahrung wahrscheinlich erzählen kann. Thema Wirtschaftsförderung, aber Winfried, du wirst in das Thema einführen. Ja, also wir sind sehr froh, dass heute Professor Lahner bei uns dabei ist, also so der Wirtschaftsförderungsprofessor in Deutschland. Ich glaube, der einzige dezidierte Lehrstuhl, der sich damit beschäftigt. Ja, und er hat vor kurzem ein spannendes Video öffentlich geschaltet über die neuen Helden der Corona-Krise. Wir haben ja lange Zeit zu Recht alle bejubelt, die letztendlich sich jetzt als in Krankenhäusern mit der Pandemie direkt beschäftigen. Jetzt allerdings müssen wir auch langsam darüber nachdenken, wie gehen wir mit den wirtschaftlichen Folgen um. Und da sind laut Professor Lahner die Wirtschaftsförderer die neuen Helden. Denn es reicht nicht nur, ein Konjunkturprogramm zu verabschieden, das vielleicht dann gar nicht in der Fläche ankommt. Und das ist heute unser Thema. Und deswegen begrüße ich ganz herzlich Professor Lahner. Und vielleicht zum Start sagen Sie mal ein paar Worte zu Ihrer Person und auch zu Ihrem Forschungsschwerpunkt. Und dann gehen wir direkt in Medias Res. Ja, vielen Dank für die Einführung. Mein Name ist Jörg Lahner. Ja, ich bin Professor in Göttingen an der HWK. Hier kann man das auch im Hintergrund erkennen. Wir haben einen Studiengang, der heißt Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement. Und da geht es darum, Menschen auf das Berufsfeld auch der Wirtschaftsförderung vorzubereiten. Und die kommen bei uns, um den Master zu machen. Die haben häufig schon Ökonomie studiert, Geografie studiert, Raumwissenschaften, sich mit Fragestellungen in die Richtung beschäftigt, aber wollen sich eben jetzt genau für dieses Berufsfeld auch qualifizieren. Das wollen wir tun. Und nebenbei beschäftige ich mich natürlich auch mit regionalökonomischen Fragestellungen, mit Fragen der Wirtschaftsförderung selbst, Gründungsthemen, den kleinen und mittleren Unternehmen und alles, was sich da so in diesem Spektrum drumherum abspielt. Jetzt habe ich ja schon das Video erwähnt. Sie sind ja jetzt nicht nur, sagen wir mal, einsam eingeschlossen an der Hochschule aktiv, sondern auch vernetzt mit den verschiedensten Wirtschaftsförderern, wissen, was die jetzt auch für eine Last zu stemmen haben. Vielleicht direkt mal auf das Video eingehen und auch die Impulse, die Sie bekommen aus der Fläche. Wie würden Sie unsere aktuelle Situation nach den Feedbacks, die Sie erleben, insbesondere in den Regionen, beschreiben? Und wie sind da heute die Wirtschaftsförderer aufgestellt und wie sehen Sie die Rolle in der notwendigen, sagen wir mal, wirtschaftlichen Gesundung der Wirtschaftsförderer? Nun, also die, sagen wir mal, die hektische, die Alarmphase, die Phase, wo hohe und große Nervosität hat, die ist ja so ein bisschen vorbei, aber die Themen liegen ja weiterhin auf dem Tisch. Also die ersten Fragen, wie komme ich an die Förderung, was gibt's, welche Unterstützung gibt es für mich als Selbstständige, für mich als Innenstadthändler, was könnt ihr tun, wie könnt ihr mich unterstützen? Diese brisanten Fragen, die uns ja oder die Unternehmen im März, im April beschäftigt haben, wo es auch darum ging, Druck rauszunehmen, wo es darum ging, auch zu beruhigen oder auch zu sagen, ja, wir gehen das an, verzweifelt nicht oder haltet den Kopf hoch. Wir schauen, was hier möglich ist, welche Lösungen wir vielleicht auch in der Kommune finden können. Diese Phase ist ja jetzt vorbei. Jetzt geht der Blick schon langsam nach vorne und da erlebe ich natürlich letztendlich auch bei den Wirtschaftsförderungen selbst auch eine gewisse Unsicherheit, nämlich wie kommen wir raus? Und ich traue mir nicht zu, schon zu sagen, wie das aussehen wird in einem halben Jahr. Wir wissen, dass durch richtige Maßnahmen aus meiner Sicht, denken Sie an das Thema Insolvenzrecht, aber auch in anderen Bereichen, durch Kredite Dinge auch aufgeschoben worden sind. Und die große Frage ist, was passiert dann? Wir sehen, dass wir im Gründungsbereich beispielsweise selbstverständlich ein Verhalten haben, das sagt, ja, jetzt ist nicht die Phase zu gründen, ich warte noch ab. Nicht alle sind jetzt in einer Phase, wo sie sagen,
das ist jetzt ein Thema für mich, mich selbstständig zu machen. Außer natürlich denjenigen, und das müssen wir immer sehen, die auch sagen, es gibt auch jetzt genau zu diesem Zeitpunkt für mein Geschäftsmodell die richtige Zeit. Wir sehen ja auch, das dürfen wir nicht verkennen, bei allem, was wir über Rettung reden, alles, was wir über Hilfe reden, wir dürfen ja nicht verkennen, dass es auch Branchen gibt, dass es Bereiche gibt und dass es auch neue, tolle Ideen gibt, die hilfreich sein können und die im Kleinen oder auch im Großen vielleicht auch das Thema neue Geschäftsmodelle durchaus antreiben können. Jetzt habe ich mit einigen Unternehmern in den vergangenen Wochen gesprochen, die sagten, naja, so einfach ist es teilweise nicht, an die Mittel des Konjunkturpakets zu kommen. Wir sehen das nicht nur im unternehmerischen Kontext, Stichwort Digitalpaket, Digitalpakt für die Schulen, dass die Mittel da nicht abgerufen werden, weil es halt teilweise zu kompliziert ist. Ähnliches berichten jetzt Unternehmer von dem großen Konjunkturpaket, was aufgesetzt wurde. Ich weiß nicht, wie viele Seiten waren es, 56 Seiten, unterschiedlichste Beschlüsse, unterschiedlichste Branchen, die adressiert werden. Und da beklagen sich eben viele, dass man so einfach an die Mittel gar nicht kommt. Wie ist da Ihre Erfahrung? Ja gut, grundsätzlich, ich bin da so ein bisschen gespalten. Auf der einen Seite, wenn wir schauen, was vielleicht, wenn man über den Tellerrand schaut, auch den deutschen Tellerrand hinausschaut, dann sehen wir, dass in Deutschland relativ rasch, relativ massiv und ich würde sagen, auch noch relativ zielgenau operiert worden ist. Die Schwierigkeit, die ich sehe, ist ganz klar, letztendlich wird es auch nicht gelingen. Das ist ja manchmal hinter vorgehaltener Hand, auch mal von Politikerinnen und Politikern zu hören, wird es nicht gelingen, alle zu retten. Das ist das eine. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn Politik dann feststellt, was sie ja auch jetzt teilweise tut, dass vielleicht das ein oder andere Programm nochmal nachgebessert werden muss. Und das, ich finde es überhaupt nicht tragisch, dass man vielleicht im ersten Moment falsche Entscheidungen getroffen hat oder merkt, an der Stelle ist es vielleicht ein bisschen zu knapp. Oder wir müssen vielleicht noch ein bisschen überlegen, was wir mit den Startups machen, die in der Luft hängen. Wir müssen noch mal ein bisschen überlegen, wie wir in dem und dem, Bereich nachsteuern können. Am Ende, und da sehen wir ja die protestierenden Menschen, die sagen, Mensch, Veranstaltung beispielsweise, das ganze Veranstaltungsthema, an uns geht das so ein bisschen alles vorbei. Wir werden hier nicht adressiert mit den Programmen, die auf dem Markt sind. Und so haben wir immer wieder Gruppen, die das genauso beklagen, aus ihrer Sicht natürlich auch vollkommen berechtigt. Ich kann nur sagen, das ist aber ein Thema, wo ich natürlich als kommunale Wirtschaftsförderung zunächst mal ja nur Lobbyarbeit machen kann und das auch weitermelden kann. Ich muss ja zunächst mal auf der kommunalen Ebene mit dem arbeiten, was eben auch da ist und überlegen, wie kann ich die Unternehmen unterstützen bei der Antragstellung beispielsweise. Oder wie kann ich vielleicht mal auch abseits von Fördermitteln Dinge überlegen, wie kann ich Netzwerke aufbauen vor Ort, wie kann ich so ein bisschen auch die Stimmung drehen vielleicht nicht nur Optimismus verbreiten, um des Optimismus willen, sondern eben auch nach vorne blicken und zu sagen, was kommt denn? Ich habe vorhin was über Gründung gesagt. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn die Krise denn mal vorbei ist und die Corona-Problematik irgendwie in den Griff bekommen ist, dass es dann das Thema Gründung nochmal ganz neu auf die Agenda kommt. Aber das, wenn ich vielleicht nur da nachhaken kann bei den Gründungen, das ist ja, sag mal, ein Thema, was sowieso ganz oben auf die Agenda gesetzt werden muss. Denn wir haben ja seit dem Jahr 2000 eine negative Tendenz, wenn man dann die KfW-Zahlen sieht, die jedes Jahr veröffentlicht werden, dem Gründungsmonitor. Also das ist ja, da muss ja eine Wende stattfinden. Da muss eine Wende stattfinden, wobei ich möchte eine Einschränkung dazu vielleicht geben. Wenn wir gucken, wann ist der Peak gewesen? Wann ist sozusagen das Gründungsgeschehen besonders aktiv gewesen? Das war so 2003, 2004. Und seitdem haben wir ja diese rückläufigen Zahlen. Und das war genau aber die Zeit, wo massiv natürlich auch, Sie erinnern sich, da war die Agenda-Politik, die auch sehr stark Anreize geliefert hat.
Was im Übrigen auch nicht nur schlecht war, sondern auch durchaus Impulse gesetzt hat. Aber wo wir eine massive Förderung hatten und wo das auch sehr stark arbeitsmarktpolitisch also immer mal getrieben war. Also ich AG. Ich AG und so Geschichten. Ne? Genau. Ich AG, Entschuldigung. Ja. Ich AG und andere Dinge. Das war stark arbeitsmarktgetrieben. Man hatte hohe Arbeitslosigkeit. Das vergessen wir häufig. Wir hatten Anfang der 2000er eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Und man hoffte eben darüber auch, diese Arbeitslosigkeit abzubauen. Danach ist das Ganze zurückgegangen. Und wenn ich mit den kommunalen Wirtschaftsförderern und Wirtschaftsförderern rede, dann sagen die, nicht immer war das schlecht. Weil, und das ist auch etwas, was ich natürlich als Regionalökonom oder als Volkswirt auch sagen muss, es geht nicht, die reine Zahl der Gründungen ist nicht entscheidend, sondern, wenn man so sagen darf, auch die Qualität. Und wenn dann die Praktikerinnen und Praktiker sagen, wir erleben eigentlich einen Rückgang vor allen Dingen der, würde sagen, Self-Employment, der Notgründung. Dann ist das weniger schlimm, sage ich mal, als wenn die echten Entrepreneure zurückgehen. Auch da war das durch nicht unproblematisch, die Entwicklung. Aber wir müssen immer differenzieren. Entscheidend ist letztendlich auch zu sehen, in welchen Feldern, wo finden Gründungen statt, weil wir wünschen uns natürlich als Regionalökonom und wir wünschen uns als Volkswirte natürlich auch Gründungen, wo, also die Startups, die berühmten, nicht alle Untergründungen, sondern Startups, wo Impulse ausgehen, wo wir Modernitätsschübe haben, wo Innovationen auf den Markt kommen. Nicht nur, wir brauchen die anderen auch. Ne? Wir brauchen auch die Handwerksgründung, sehr nötig sogar. Aber diese Mischung ist es und die Notgründung brauchen wir häufig nicht. Also insofern auch da gilt, man muss eigentlich genau hineinzoomen, genau differenzieren. Das wäre im Nachgang gut auch mal interessant, tatsächlich diese quantitativen Zahlen einfach mal in verschiedene Unterstrukturen zu teilen, um zu sehen, wie hat er sich denn tatsächlich entwickelt, weil da ist der Diskurs tatsächlich immer sehr grob. Jetzt ist das eine Thema natürlich Gründer, aber das Problem, das wir jetzt haben, dass wir nicht nur neuen Unternehmertum schaffen, wir müssen auch irgendwie gucken, dass wir unseren Bestand wahren. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, wir haben teilweise Lücken oder wir müssen vielleicht nachbessern in Programmen. Was besonders tragisch ist ja, wenn wir eigentlich Programme haben und dann zum Beispiel einfach durch Komplexität des Antragswesens oder ähnliche Dinge da einfach das Potenzial nicht abgerufen wird. Gunnar hatte ja auch hier schon die Aspekte hier im schulischen Bereich genannt, wo ja teilweise man sich fragt, warum passiert da eigentlich so wenig? Wie erleben Sie das? Und sind da die Wirtschaftsförderer da ganz wesentliche Katalysatoren? Und gibt es da vielleicht auch Differenzierung? Ich hatte mal so gehört, ja in den ehemaligen oder in den neuen Bundesländern waren eigentlich da mehr Erfahrungen in diesem Bereich als vielleicht hier. Wie sehen Sie da die Thematik, also Bewahren des Bestands und Komplexität von Anträgen und ähnlichen Dingen? Ja, also das Thema Bestand ist natürlich ein ganz zentrales in der kommunalen Wirtschaftsförderung. Aber wir sehen, Sie haben es zart angedeutet, natürlich müssen wir da differenzieren, was auch die Aufstellung der jeweiligen Wirtschaftsförderung angeht. Wir haben, und das hat sich übrigens in der Krise aus meiner Sicht nochmal gezeigt, die Wirtschaftsförderung, die nah an den Unternehmen waren, die ihre Unternehmen kannten, die aktiv draußen sind, die Netzwerke haben, die hatten auch mehr Arbeit. Weil das waren die, wo die Unternehmen gesagt haben, ach, ich rufe da mal die Frau Müller oder den Herrn Schulze an. Die haben mir doch das letzte Mal geholfen und jetzt weiß ich nicht genau was. Da, wo Vertrauen da ist, da, wo die Wege kurz sind, wo die Reputation der Wirtschaftsförderung die ist, das sind die, die man ansprechen kann, die uns helfen, die immer Tipps haben und die für uns da sind, wenn ich es mal so sagen darf. Da gab es viel Arbeit, sehr viel Arbeit. Und da funktioniert das auch, weil das sind dann genau die erfüllen, in diesem Falle, das ist das Ideal, was ich auch bei meinen Studis versuche zu schildern und auch zu deutlich zu machen, wie agiert Wirtschaftsförderung kommunal in idealer Weise, indem sie diese Nähe hat und dann eben genau diese Leistungen auch erbringen kann und dann sagen kann, wir schauen mal, was wir da machen können. Das muss ja auch nicht immer selbst passieren. Wenn ich ein Netzwerk habe und wenn ich weiß, wo die Köpfe sitzen, dann kann ich auch als Vermittlerin agieren, als
Moderator agieren, wie auch immer. Und muss nicht, ich muss ja nicht immer alles selber lösen. Ja. Gibt es da große Qualitätsunterschiede? Winfried hat das gerade angesprochen. In den neuen Bundesländern habe ich das Gefühl, also ich habe einige Wirtschaftsförderer in Brandenburg beispielsweise kennengelernt, im Havelland, natürlich auch in der Umgebung von Potsdam. Da ist das, was ich sag mal als One-Stop-Shopping bezeichnet habe, eigentlich wirklich gut auf die Autobahn sozusagen gebracht worden. Ich habe auch den Eindruck, die sind auch wirklich hungrig, ne? Also, dass es Firmenansiedlungen gibt, dass man denen roten Teppich auslegt, dass man die Behördengänge abnimmt und so weiter und so fort. Ist es dann vielleicht, wenn man es jetzt mit Bonn vergleicht, vielleicht auch so, dass hier die Wirtschaftsförderer dann eher satt sind und auf einem hohen Niveau liegen und dass sie das vielleicht nicht so nötig haben, so aktiv zu sein wie zum Beispiel ein Wirtschaftsförderer in Potsdam? Hm. Wahrscheinlich in Potsdam gerade nicht, aber in wollte ich auch sagen. Potsdam ist Speckgürtel, wobei Speck in Berlin. Ja. Ja, gewissermaßen schon. Also aber das ist ein anderes Thema. Ich will auf Ihre Frage antworten. Wobei eigentlich gar nicht so gerne, weil das ist natürlich ja sehr heikel, wenn ich darauf antworte. Also ich will mal so antworten. Ich glaube schon. Also wir müssen sehen, wenn wir in die Geschichte gucken, in den neuen Ländern sind die Wirtschaftsförderungen natürlich sehr stark aufgebaut worden. Wir werden, und das ist Fakt, das sagen Ihnen natürlich auch dann die westdeutschen Kollegen, sind oft personell besser ausgestattet. Also die haben mehr Manpower jetzt bezogen auf Unternehmen. Gewiss, also es gibt diese Beobachtung, dass dort, es gibt aber auch andere, die vielleicht nicht so aktiv sind, aber auch in Ostdeutschland. Aber es gibt tatsächlich unglaublich viele Engagierte, die aber auch mit bestimmten Problemstellungen einfach auch früher konfrontiert waren. Für mich ist das Fachkräftethema immer so ein Beispiel. Das Thema Rückkehrer. Ja, es ist ganz putzig und die Ostdeutschen oder die Wirtschaftsförderer und Wirtschaftsförderer aus den neuen Ländern lächeln dann immer, wenn dann so dieses Thema, ah, wir haben ein ganz neues, heißes Ding, das ist das Rückkehrer-Thema. Das kenne ich schon ewig. Ja, die kennen das schon lange. Die machen schon Kampagnen, haben schon vor 15 Jahren Kampagnen, tolle Kampagnen zum Teil gemacht. Genau, komm zurück nach Halle an der Saale. Es ist so toll. Kulturell das, ne? Dieses genau, Thema. Ja. Genau. Also, aber ja, warum? Weil sie natürlich das Thema Abwanderung, klar, das Thema demografischer Wandel, da brauchten sie nicht im Jahr 2010 hinzukommen und sagen, es gibt ein Problem. Dann haben die gesagt, ja, das haben wir schon seit 1990. Ja? Und so ist es eben tatsächlich so, dass vielleicht die eine oder andere kommunale Wirtschaftsförderung in Westdeutschland oder auch in, sagen wir mal, einfach prosperierenden Regionen nicht so diesen Druck hatte. Das beobachten wir schon, wie eben auf einem anderen Niveau dann auch operiert haben. Ich will nicht sagen, dass sie, aber die solche Fragestellung eben auch nicht auf der Tagesordnung hatten. Sie haben ja jetzt auch schon angedeutet, das eine ist die regionale Differenzierung, aber dass auch Wirtschaftsförderung sehr unterschiedlich gelebt wird und dass vielleicht das auch die Konsequenz war, zum Beispiel wie kundennah oder wie nah ist man an den Unternehmen dran, dass das auch nachher einen großen Unterschied ausmachte. Sie haben jetzt einen tollen Artikel geschrieben, ich glaube für das Handbuch für innovative Wirtschaftsförderung, wenn das richtig ist, ja, wo Sie letztendlich auch sagen, nicht nur die Wirtschaftsförderung müssen Transformationen unterstützen, sondern sie müssen sich auch transformieren und haben da verschiedene Paradigmen unterschieden. Thema so in etwa vom Verwalter zum Netzwerker, Plattform und zwischendurch irgendwie Service. Vielleicht können Sie mal da schildern, was so Ihrer Meinung nach verschiedene Ansätze der Wirtschaftsförderung sind und stehen wir da eigentlich heute und wie kommen wir dann quasi, sagen wir mal, auf eine andere Qualität der Wirtschaftsförderung, die ja vielleicht gerade jetzt besonders wichtig wäre. Ja. Also kommunale Wirtschaftsförderung oder auch regionale Wirtschaftsförderung werden natürlich immer von außen auch mit Aufgaben beauftragt. Das heißt, es gibt, ihr müsst jetzt auch noch das machen, ihr müsst noch das machen, ihr müsst noch das machen. Das ist das eine. Aus dem inneren Selbstverständnis heraus, denke ich aber, gibt es eben aufgrund dieser Anforderung die Notwendigkeit. Aber ich finde es auch, es ist ein überhaupt ein notwendiges Arbeiten auch, diesen Kulturwandel
so habe ich das da genannt, auch wirklich durchzuführen. Ich glaube, dass inzwischen kaum mehr Wirtschaftsförderung auf diesem Verwaltungsstatus geblieben sind. Ich hab das mal unterschieden zwischen, sagen wir mal, reiner Verwaltung. Gunnar und ich schütteln so ein bisschen mit dem Kopf, weil wir vielleicht von dem einen, also es gibt noch einzelne Fälle, sagen wir mal so. Es gibt vielleicht noch einzelne Fälle. Und also es gibt diese Grundstufe, sagen wir mal, diese Verwaltung. Ich sitze und warte, ob ein Unternehmen es wagt, mich anzurufen, ob dieses Unternehmen wagt, mir eine Frage zu stellen oder vielleicht sogar eine Bitte oder sogar einen echten Wunsch hat, irgendetwas zu leisten, in die Verwaltung hinein vielleicht oder aber auch jetzt für den Standort. Das ist so diese Verwaltungsgeschichte. Da geht es um vielleicht auch Genehmigen, da geht es um Entgegennehmen, um Reagieren. Die zweite Stufe, die, ich sag's mal so, viele Wirtschaftsförderungen aus meiner Sicht tatsächlich erreicht haben, ist die des Dienstleisters. Also sowas wie Kundenorientierung, so etwas wie, wir sind für Sie da, wir beraten, wir informieren, wir geben Infos. Und wenn Sie beispielsweise eine Gründung vorhaben, dann sagen wir nicht nur, okay, hier meldest du dich an, sondern wir geben Hinweise, wir beraten, wir sagen, du musst einen Businessplan machen. Wie sieht so ein Finanzierungsplan aus? Wo kannst du dir die Finanzierung holen? Das heißt, ich gehe intensiv in die Betreuung hinein. Ich berate die Bestandsunternehmen. Ich verwalte sie nicht nur, sondern ich berate sie. Die nächste Stufe. Vielleicht da noch zum Hinweis, Sie haben ja gesagt, das machte dann in der Krise auch den Unterschied aus. Ja. Ob zum Beispiel da tatsächlich auch ein Vertrauensverhältnis schon entstanden war, sodass die Wirtschaftsförderung auch der natürliche Ansprechpartner gewesen ist. Versetzen wir uns in die Situation der Unternehmerin, des Unternehmers. Wenn der verzweifelt ist oder nicht weiß, was mache ich, dann überlegt er, wen kann ich ansprechen? Vielleicht ist das der Steuerberater oder vielleicht ist das ein anderes Unternehmen. Aber es ist eben in vielen Fällen auch die Wirtschaftsförderung, wo man weiß, da war ich bei der Veranstaltung, die haben die und die Leute da, die kenne ich. Das sind sozusagen meine Ansprechpartnerinnen in Richtung Kommune. Wenn das funktioniert, ist super. Das gibt es, also da will ich schon optimistisch sein. Da gibt es schon, das ist schon weit verbreitet, dass auch dieses Selbstverständnis da ist und dass man sagt, es geht nicht nur darum, auch zum Beispiel, wenn ich an die Gewerbeflächen denke, es geht nicht darum, dass ich irgendwann mal wach werde, wenn mich jemand fragt, gibt es denn für mich jetzt eine Gewerbefläche, sondern dass die aktiv vermarkte, dass ich überlege, wo gibt es die Plattformen, wo ich die vermarkten kann. Wie gehe ich überhaupt raus? Wie gehe ich auf Investoren zu oder so etwas? Das ist etwas, diese zweite Stufe, in dem Bereich sind viele schon ganz gut aufgestellt. Liegt es vielleicht auch an dem Faktor, wie, ich sag mal, mächtig eine Wirtschaftsförderung in einer Kommune ist? Also ich habe in Bonn immer den Eindruck, dass hier das Ordnungsamt eigentlich angibt, was Sache ist. Ne? Dass dann viele Entscheidungen, die dann anfallen, dann irgendwie zermahlen werden. Zum Beispiel Haribo als Stichwort. Ne? Da ging es ja darum, eine entsprechende Liegenschaft auszuweisen, damit so ein Unternehmen nicht abwandert. Hat die Wirtschaftsförderung und die Stadt natürlich nicht geschafft, weil Haribo ist weg. Das ist jetzt sogar Rheinland-Pfalz, weil die ja über die Stadt, also über die Landesgrenze hinausgegangen sind. Ich habe das selber erfahren mit früheren Arbeitgebern, dass dann ein Standort nicht gefunden wurde aus den und den und den Gründen, weil dann eben irgendwie Ordnungsamt oder der ein anderer Einflussbereich dann sagte, nein, geht nicht. Und die Liegenschaft ist dann halt in Köln-Porzeil gefunden worden und das gesamte komplette Unternehmen mit, sag mal, 500 Arbeitnehmern ist dann abgewandert in Richtung Köln. Also liegt es vielleicht auch an den Einflussmöglichkeiten einer Wirtschaftsförderung? Ja, das liegt es. Es liegt am Standing. Es liegt am Standing und damit an der Rückendeckung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht vorweg, ich komme darauf gleich zurück, nur ganz kurz einen Kommentar. Es kann natürlich sein, ich kenne jetzt die Situation in Bonn und Köln nicht, es kann natürlich sein, dass dieses Unternehmen abgewandert ist, weil es einfach in Bonn keine Möglichkeiten mehr gab. Ja? Dann finde ich es aus regionalökonomischer Sicht immer noch die zweitbeste Lösung mit Abstand, dass dieses Unternehmen dann nach Köln geht und nicht nach
Rheinland-Pfalz. Vladivostok. Ja, einer Pfalz. Vladivostok. Ja. Aus unserer Sicht. Genau. Ja. also die bei regionalökonomisch nicht so ganz viel passiert, wenn das jetzt von Bonn nach Köln geht. Wenn wir uns als Region sehen, was wir tun sollten, das ist ein anderes Thema nochmal. Aber ja, genau, auch die Zusammenarbeit von Wirtschaftsförderung, da könnte ich auch Anekdoten beisteuern, ja, wie das klappt oder nicht klappt. Ja, aber in dem Fall, um das nochmal zu präzisieren, ging wirklich um 500 Arbeitsplätze und das, die Stadt Bonn war nicht in der Lage, eine entsprechende Liegenschaft zu finden, hier, wo wir Leerstand ohne Ende haben. Also ein totales Versagen der Wirtschaftsförderung, das muss man ganz klar sagen. Ja, aber da will ich jetzt die Wirtschaftsförderung möglicherweise in Schutz nehmen, weil ich eben noch mal ganz kurz das ausführen möchte mit dem Thema Standing und Rückendeckung. Das hat was damit zu tun, und das ist ganz essentiell, welches Standing habe ich innerhalb der Verwaltung? Und wenn ich diese komischen Exoten bin, die dann da vielleicht auch noch außerhalb der Verwaltung irgendwie agieren, eigene Strukturen haben und keine Anbindung haben, dann ist das ein Problem. Ich will mal eine kleine Anekdote sagen. Ein guter bekannter Wirtschaftsförderer von mir hat gesagt, für mich war total wichtig, in einer regionalen Wirtschaftsförderung hat gesagt, ich habe mein Büro neben der des Bürgermeisters. Das heißt, die mussten, wenn Leute zu mir kommen, müssen die vorbei am Bürgermeister. Sehr und gut. Alle wissen. Und um Eintritt bitten. So ungefähr. Und alle wissen, was ich für ein Standing habe. Das ist jetzt sozusagen eine nette Anekdote. Aber ich finde es wichtig, weil wir darüber reden, was kann ich eigentlich als Wirtschaftsförderung leisten? Und glauben Sie mir, es gibt dann auch eine große Frustration, wenn ich nämlich in der Wirtschaftsförderung arbeite und sage, jetzt in Ihrem Beispiel, ich will das jetzt nicht, weil ich das nicht beurteilen kann, aber wenn ich sage, hier, wir müssen 500 Arbeitsplätze retten. Es geht darum, wir haben auch die Möglichkeiten, das ist ja das, was hier der Fall scheint. Wir haben auch die Möglichkeiten, denen etwas anzubieten. Übrigens, wenn ich in der dritten Stufe bin, in der des Standortentwicklers, dann habe ich das schon antizipiert. Dann weiß ich schon, dass Haribo oder wer auch immer möglicherweise in Not gerät und dann werde ich vorausschauend, das ist jetzt sehr ideal gedacht, aber dann werde ich vorausschauend auch darüber sagen, das ist ein wichtiges Unternehmen, die muss ich halten. Mhm. Und Bestandsentwicklung heißt, ich antizipiere schon auch Dinge und ich überlege mir, wo kann das Unternehmen hingehen? Wo muss sich das Unternehmen, wo will sich das Unternehmen hinentwickeln? Was kann ich anbieten? Wenn ich nichts anbieten kann, dann arbeite ich in der Region, dann tausche ich mich aus, dann bin ich im Netzwerk und sage, dann lieber Köln. Ich weiß, Bonn-Köln ist, glaube ich, auch wieder so eine Rivalität, ne? Aber eigentlich regionalökonomisch, dann lieber Köln als anderswohin. Hauptsache nicht Düsseldorf, also Köln-Bonn ist vielleicht noch gar nicht so schlimm. Aber ich habe ein sehr schönes Beispiel nachher für diese Standortnetzwerke, nämlich die Wirtschaftsförderung Konstanz. Aber ich wollte vorher noch was sagen zu dieser Serviceorientierung, weil hier von Köln und Bonn gesprochen wird. Nämlich, da muss man sagen, ich habe hier zum Beispiel mit der Berner Group gesprochen. Und die Berner Group ist so das kleinere Wirt. Und die sind für ihre Innovationscluster oder für ihre Innovationseinheit nach Köln gekommen, in den Rheinauhafen. Und da weiß ich zum Beispiel vom Pressesprecher, dass er gesagt hat, es wäre unglaublich gewesen, mit welcher hohen Serviceorientierung sich die Stadt Köln bemüht hat, auch ein bisschen aus Prestige, gerade die da hinzubekommen. Und die sind, da haben sich immer mehr ausgeweitet. Es hängt manchmal auch in dem Fall, wurde auch besonders eine Person in der Wirtschaftsförderung gelobt. Es hängt manchmal natürlich auch an Menschen. Wenn man nicht direkt das Büro neben dem Bürgermeister hat, ist natürlich auch immer eine Frage, wie da ist man vielleicht sonst da dran. Aber das ist auf jeden Fall ein schönes Beispiel, sagen wir mal, aus Köln. Und sagen wir mal, dieses Netzwerkaspekt, das ist schon mal in der Vorwegnahme, weil das ist ja eigentlich so ein bisschen das Zielparadigma. Ich hatte mit der Almut Rademacher gesprochen, die macht Maschinenbau OWL. Und Maschinenbau OWL ist so eine Netzwerkorganisation und die wurde initiiert von der Wirtschaftsförderung Bielefeld. Und da sprachen wir auch so über Wirtschaftsförderungsthemen und da sagte sie mir, in Bielefeld wäre zum Beispiel Liegenschaften das Problem, dass die gar keine eigenen öffentlichen Liegenschaften mehr hätte, wäre quasi alles ausverkauft. In Konstanz ist das auch nicht unbedingt anders, aber da machen die das zum Beispiel so, die Wirtschaftsförderung in Konstanz arbeitet deswegen mit allen oder mit den relevanten privaten Anbietern zusammen, versteht sich also eher als Netzwerkakteur, haben dadurch auch viel weniger diese Engpass-Situation. Ja. Und
Und wie Sie gesagt haben, um Standortentwickler zu sein, braucht man erstmal die Empathie zum Markt. Ja, also man muss ja erstmal mitbekommen, was passiert denn da? Mit wem kann ich sprechen? Wer ist letztendlich da? Und das ist natürlich ein Riesensprung von demjenigen, der in der Verwaltung darauf wartet, einen Auftrag zu bekommen, zu demjenigen, der tatsächlich nicht nur netzwerkorientiert, sondern zukunftsorientiert, da quasi ein aktiver Gestalter dann ist. Absolut. Und ist das jetzt ein Wunschbild, Professor Lahner, und oder gibt es so einzelne Spotlights, oder sehen Sie da eine natürliche Entwicklung in diese Richtung? Ich sehe da erstmal eine Entwicklung hin, und ich glaube auch, dass viele Entscheider oder viele Führungsköpfe in den Wirtschaftsförderungen das auch sich wünschen, sich dahin zu entwickeln, Einfluss zu nehmen auf letztendlich Stadt- und Regionalentwicklung auch, weil das muss man breiter denken. Wenn ich in der Wirtschaftsförderung nur so ganz schmal denke, dann denken Sie an das Thema Fachkräfte, Standortattraktivität. Da sind so viele Aspekte mit, spielen da eine Rolle, sodass ich eigentlich die Wirtschaftsförderung viel breiter denken muss. Das Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf war vielleicht vor 15, 20 Jahren, hat man gesagt, was hat das mit Wirtschaftsförderung zu tun? Würde heute niemand mehr fragen, der vernünftig ist. Würde gleich sagen, na klar, das ist ein Standortfaktor, damit können wir punkten, Breitband sowieso. Also die Denke muss breiter werden, und sie muss auch vernetzter werden. Machen wir uns aber nichts vor, dass Sie haben eben das Thema Köpfe, einzelne Personen. Es liegt auch an den Ressourcen, die ich habe. Es liegt auch daran, habe ich die Manpower, habe ich aber auch, naja, wie soll ich es formulieren, die Köpfe, die das auch umsetzen können. Und beides sind limitierende Faktoren. Ich kenne auch verzweifelte Verantwortliche im Wirtschaftsverband, die sagen, jetzt soll man nochmal den Prozess mitmachen. Jetzt müssen wir nochmal dahin. Ich bin doch selber zum Teil Ursache davon. Wenn wir Projekte machen, wir machen angewandte Forschungsprojekte, wir gehen raus, wir machen das mit Wirtschaftsförderung zusammen, wir machen das mit den Akteuren vor Ort. Ja, das heißt aber für die, die müssen uns Zeit schenken. Und dann sind es wieder die Wirtschaftsförderungen, die in unserem Beirat sitzen. Die müssen dann gucken die in den Kalender und sagen, aha, heute wieder Netzwerktreffen hier. Dann müssen wir zum Metropolregion dort, und dann müssen wir noch das und das machen. Und dann hat mir die Bürgermeisterin gesagt, geh nochmal dahin und geh nochmal dahin. Wir reden hier natürlich auch über ein Ideal, was ich auch abbilden können muss als Wirtschaftsförderung, weil partizipativ ist toll. Als Initiator, als Moderator, ich sage immer gerne die Spinne im Netz, ja, aber dazu brauche ich auch Ressourcen. Ich brauche Ideen, wir haben auch nicht über den, ich brauche auch die Fähigkeit, Standort zu entwickeln, ich muss rausgehen, ich muss proaktiv sein, ich muss Netzwerke schmieden, ich muss moderieren, ich muss initiieren, aber das ist ein Ideal, was ich habe, ja, und das haben aber auch viele, die sagen, ich habe nicht die Leute. Die personellen Ressourcen sind dabei wichtig. Ich komme jetzt auf Reaktionen aus dem Netz. Ursula Franken schreibt, Verwaltung ist ein gutes Stichwort. Hier muss Hand in Hand gearbeitet werden. Das geht ja wieder in die Richtung One-Stop-Shopping. Das ist ja auch verbunden natürlich auch mit den Ressourcen. Also wo ist es denn wirklich so organisiert, dass alles aus einer Hand angeboten wird? Also eine Gewerbeanmeldung, Suche einer Liegenschaft, viele andere Dinge, die einfach aus dem Weg geräumt werden müssen. Und dann natürlich auch, wo man die Wirtschaftsförderung ansiedelt im Einfluss, ne? Direkt neben dem Büro des Oberbürgermeisters, ne? Oder eben irgendwo in einem Gebäude drei Straßen weiter, ja, wie in Bonn. Und insofern sind das ja auch Faktoren. Wo ist das, also wir wollen jetzt nicht nur negativ reden, aber wo ist es dann besonders gut geregelt? Ich glaube, da ist es besonders gut geregelt, wo es gelingt, dass die Akteure vor Ort in der Lage sind, ihre Kompetenzen auch zu bündeln und zu sagen, wer macht was. Ich bin Freund von Wettbewerb, dort, wo Wettbewerb produktiv ist. Wenn ich aber eine Gründerin oder Gründer bin, dann ist es für mich kein toller Wettbewerb, wenn mir 23 Organisationen, in der Großstadt ist das manchmal so, den Einführungsvortrag zum Thema Gründung anbieten, und alle werden jetzt in Vor-Corona-Zeiten, wo es präsent war, mit Präsenz war, alle werden abgesagt, weil nur jeweils ein Teilnehmer sich meldet. Also da sehe ich eher den Vorteil von Pooling und von Abstimmung, von Netzwerken.
und zu überlegen, ich habe nicht die Ressourcen, das ist übrigens auch ein Teil der Lösung, was wir jetzt eben gerade besprochen haben, diese mangelnden Ressourcen, dass ich eben Kooperationen eingehe. Das ist nicht immer ganz leicht, wenn Sie jetzt so eine Großstadt haben wie Köln und auch noch Bonn, dann haben Sie natürlich viele Akteure auch vor Ort. Das geht manchmal im ländlichen Raum einfacher. Aber da gibt es eben tatsächlich häufig die Möglichkeit, dann eben auch zu sagen, pass auf, wir gucken mal, wie machen wir das? Wir versetzen uns mal in den Kopf, in die Gründerin, in den Gründer oder in das Unternehmen. Die wollen klare Ansprechpartner haben und die wollen kompetente Leute haben. Und da schauen wir, wie können wir das bündeln, wie können wir das organisieren. Das ist, Geheimnis will ich nicht sagen, aber das ist dann schon der Weg, glaube ich. Aber umso mehr Akteure, umso mehr, das dürfen wir nicht vergessen, geht es natürlich auch darum, jeder muss Bella Figura machen. Ja, jeder muss glänzen. Jeder muss auch Stakeholdern zeigen können, wie viel habe ich denn geleistet. Und das macht nicht vieles kaputt, will ich übertreiben, aber das ist auch eine Hürde. Jeder Silo hat seinen König oder seine Königin. Ja. Und das ist dann halt tatsächlich auch manchmal letztendlich ein Problem. Aber wie Sie sagen, man müsste eigentlich so ein bisschen Founder-Journey oder Customer-Journey auf die Wirtschaftsförderung übertragen. End-to-end, das durchdenken, so eine koordinative Absolut. Blick muss man auch erstmal wollen. Wir haben natürlich immer noch das Ressourcenproblem, weil wir sehen auch in anderen Bereichen, wo wir das Thema Transformation sehen, dass es dann oft dran scheitert. Wir hatten mal die Personaler gefragt, was ist eigentlich das Problem, warum ihr nicht auf den nächsten paradigmatischen Level steigt? Mhm. Und dann, wie gesagt, teilweise sind wir mit administrativem HR so zeitlich eingebunden oder mit anderen Aufgaben, dass wir gar nicht letztendlich hier zum Gestalter werden. Gäbe es denn da Möglichkeiten, auch ressourcenseitig Wirtschaftsförderung anders zu staffen? Oder müsste man nicht die Wirtschaftsförderung fördern, um letztendlich solche Konjunkturpakete letztendlich anders in die Fläche zu tragen? Ich habe jetzt immer sehr ausführlich geantwortet. Jetzt wird es sehr knapp, ja. Und passiert das? Nein. Okay. Ja, nein. Wir reden nicht nur über Geld. Also das ist schon so, weil was wir vorhin gesprochen haben, das gilt auch hier. Wenn ich den Pro-Kopf-Impact messen würde, was total schwierig ist, unmöglich ist. Wir haben da schon Versuche gestartet, aber das ist alles. Aber wenn man sich fragen würde, wir vergleichen auch immer Äpfel mit Birnen und wir vergleichen unterschiedliche Voraussetzungen und so weiter und so weiter. Aber selbstverständlich kriegt man ein Gefühl dafür, dass da auch, was die Effektivität und auch die Effizienz angeht und der große Unterschiede auch da sind. Aber letztendlich muss ich, wenn ich als Politik oder als Verwaltung Entscheidungen fälle und sage, das ist mir wichtig, diese freiwillige Aufgabe Wirtschaftsförderung ist nicht irgendwie so ein Larifari-Ding, sondern das ist etwas, was wichtig ist. Und wir haben, das möchte ich vielleicht auch noch hinzufügen, auch dazu einen Standortkonsens, der beispielsweise dazu führt, dass ich das nicht mal politisch von einer Wahl zur nächsten ändere, sondern wo ich sage, da sind zumindest die wesentlichen Stakeholder einer Meinung, wo geht die Reise eigentlich hin an diesem Standort? Dann biete ich nicht nur Orientierung, also Leitbild ist man schnell dabei, aber dann biete ich nicht nur Orientierung für die Wirtschaftsförderung, sondern ich gebe ihr auch Rückenwind, weil ich dadurch ja als Wirtschaftsförderung sagen kann, hey, wir wollen dieses Idealbild, wir wollen dieses Leitbild, Entschuldigung, wir haben uns orientieren an diesem Leitbild, was wir breit beschlossen haben und das bitteschön wollen wir doch durchsetzen, beispielsweise auch innerhalb der Verwaltung. Also ein Leitbild, wir sind wieder beim Standing. Wir sind wieder beim Standing, welche Rückenstärkung hat Wirtschaftsförderung vor Ort und die ist essentiell und möglichst auch breit. Ich bin immer sehr skeptisch, wenn die Leute zu nah an den jeweilig gerade politisch Verantwortlichen auch dran sind. Das birgt natürlich auch wieder Risiken, weil Standortentwicklung ist am Ende dann doch etwas, wo ich glaube, sollte man in der Lage sein, sowas wie einen Standortkonsens zu schmieden und zu sagen, natürlich Nuancen verändere ich, aber ich brauche die Wirtschaftsförderung als unabhängigen und langfristig denkenden Akteur für die Stadt- und regionale Entwicklung. Herr Professor Lahner hat gerade von der Reise zu den Wirtschaftsförderern gesprochen und jetzt haben wir einen Überraschungsgast dabei, Winfried. Genau. Wir haben nämlich tatsächlich jemand auf die Reise geschickt,
Die Reise ist aber dann gescheitert, da sprechen wir gleich drüber. Nein, die war sehr erfolgreich. Die war sehr erfolgreich. Ich begrüße ganz herzlich die Birgit bei uns, die Birgit Echbach. Vielleicht für den Abschluss, bevor wir zu der Frage kommen, wie schaffen wir denn jetzt eine Transformation der Wirtschaftsförderung? Also wir hatten schon Birgit, die durch ganz Deutschland gefahren ist. Vielleicht nochmal eine letzte Frage. Wir haben jetzt gesagt, Sie haben ja gesagt, das geht immer von einem, sagen wir mal, Leitbild, das vielleicht auch eine koordinative und mobilisierende Rolle hat, aus. Wir müssen überlegen, haben wir die richtigen Strukturen und Prozesse? Vielleicht noch ein Spotlight, Technologie, Digitalisierung. Wie gut sind da eigentlich die Wirtschaftsförderer heute aufgestellt? Hätten sie zum Beispiel überhaupt, sagen wir mal, das Empowerment, um so eine netzwerkorientierte Rolle da zu leben oder eine ganz andere Beziehung? Ich sage immer, wer nur Verwaltungssoftware hat, kann nur verwalten. Ja, oder wenn er letztendlich tatsächlich Community Manager sein will, dann muss er auch Community managen können. Wie ist so da Ihre Sicht? Also wir haben schon mehrmals über Abschlussarbeiten, aber auch andere Projekte das auch mal untersucht. Und der Stand hier ist, ich könnte auch wieder sagen, gemischt, aber es ist nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellen müsste. Also es ist noch nicht so, dass die Mehrheit der Wirtschaftsförderung über ein CRM-System verfügen würde. Es ist noch nicht so, dass jetzt die Mehrheit der Wirtschaftsförderung zumindest effektiv operiert in der Kommunikation über soziale Medien beispielsweise, wobei das auch ein schwieriges Feld ist. Man muss überlegen, was will ich da eigentlich kommunizieren und so weiter. Da ist es auch häufig wieder ein Ressourcenproblem. Ja. Man muss irgendwie bei Facebook dabei sein oder man muss da und da dabei sein, aber man unterschätzt, dass man dort eben auch wieder Ressourcen platzieren muss, um das Ganze zu bespielen. Sonst hat man da diese schrecklichen nicht funktionierenden und nicht besuchten Seiten. Tote Facebook-Seite. Ja, und ist dann auch ganz traurig darüber. Aber es geht dann eben nicht von selbst, sondern dann muss es Menschen geben, die das können, vielleicht auch. Und vielleicht muss man die auch gar nicht selber vorhalten, sondern kann die auch draußen finden. Aber da haben wir wieder ein Organisationsthema. Und eben, da ist vielleicht auch manche, wir haben ja in der Wirtschaftsförderung immer die sozusagen in der Verwaltung agieren und diejenigen, die auch zumeist in der GmbH dann ausgegliedert sind. Da haben natürlich die ausgegliedert sind, häufig große Vorteile und sind, weil sie gelegentlich auch jüngeren Datums sind, was die Aufstellung angeht, eben auch besser aufgestellt, sind zum Teil auch mit neuen Instrumenten, mit neuen Tools auch an den Start besser gegangen. Besser versorgt. Und sind da besser versorgt und auch besser aufgestellt. Die anderen sind dann zum Teil auch gefangen und können nicht raus und sind dann eben, sagen, ja, wir müssen jetzt das System nutzen, oder wenn wir da sagen, wir wollen etwas, was öffnet nach außen, ja, dann gibt es natürlich die Probleme, die ich jetzt gar nicht im Einzelnen beurteilen kann, mit datenschutzrechtlichen DSGVO große Sorge, was da alles passieren könnte. Da haben die Gesellschaften es zum Teil einfacher, aber die tun sich natürlich auch mit dem Thema schwer. Ein Satz noch, und das ist natürlich mal dieses Delta, wenn ich einerseits rausgehe und eine Kampagne mache und sage, Unternehmen, ihr müsst euch mal endlich digitalisieren. Und das, was ihr da macht, ist nicht zeitgemäß und selber natürlich nicht unbedingt in dieser Vorreiterrolle dann eben unterwegs ist. Stichwort, super, das war jetzt Stichwort perfektes Framework. Genau. Stichwort, und jetzt, ja, Gunnar. Stichwort Verwaltungseinheit oder GmbH, Möglichmacher, wo ist eine Wirtschaftsförderung angesiedelt, direkt dann beim Bürgermeister, wie relevant ist. Da hat Birgit Echbach in den vergangenen Wochen super viele Erfahrungen gesammelt in ihrer Wirtschaftswundertour, wo sie, sag mal, Wirtschaftsförderer besucht hat in den unterschiedlichsten Teilen Deutschlands. Birgit, jetzt habt ihr beide noch 12 Minuten Zeit, um euch nochmal auszutauschen. Birgit, zu deinen Erfahrungen, was ist denn jetzt, sag mal, der goldene Weg in der Wirtschaftsförderung? Ja, also erstmal hallo an alle Herren. Ich freue mich riesig, dass ich hier heute Überraschungsgast sein darf. Und der goldene Mittelweg oder der goldene Weg ist in der Tat das, was ihr auch schon angesprochen habt, nämlich es ist Sichtbarkeit, und damit meine ich also wirklich auch analoge Sichtbarkeit, nicht nur digital. Ich habe die ersten Wirtschaftsförderungen gesehen, die mit ihren Büros umgezogen sind in die Fußgängerzone, in ehemalige Sparkassenfilialen. Ich habe Wirtschaftsförderer gesehen, die jetzt neue Visitenkarten
bekommen, auf denen Community Manager steht, die ein Coworking managen und das auch wieder in der Innenstadt. Also diese Sichtbarkeit ist ein großes Thema, weil jeder kennt den Bürgermeister, also viele, aber dass Wirtschaftsförderung ein Teil der Kommune ist, da geht es schon mit los, das wissen ganz viele nicht. Das wird manchmal auch an der IHK oder irgendwo verhaftet oder als privatwirtschaftliche Organisation. Und die, was ihr vorhin erzählt habt, der Wirtschaftsförderer, der im Vorraum des Bürgermeisters sitzt, so einen habe ich auch gesehen. Und das ist in der Tat sehr wichtig. Also dass diese Anbindung, dass man den Namen kennt, dass man die Personen kennt. Ich halte das auch für einen wirklich wichtigen Weg, dass ein Wirtschaftsförderer in der Stadt lebt. Ich glaube, dass das nochmal ein Booster ist, wenn man selber dort beheimatet ist und am Leben in der Stadt teilnimmt und weil das ist ein Weg, diese Sichtbarkeit herzustellen. Das geht nicht so mit 3-4 Netzwerkveranstaltungen im Jahr. Und und dieses zweite Thema, das ist die Offenheit dafür, dass man nicht nur in seinem Wirtschaftsfördererklüngel mit den 2-3 Mann, die man vielleicht hat, immer agiert. Ich habe gerade von Facebook gesprochen. Ich habe witzigerweise heute Morgen einer wirklich kleinen Gemeinde einen Facebook-Workshop oder einen Social-Media-Workshop mit denen vereinbart. Und das Thema wird sein, dass wir in diesen Workshop nicht nur die städtischen Mitarbeiter reinnehmen, sondern auch zum Workshop bereits andere Akteure der Stadt einladen, weil wir müssen dieses Netzwerk wirklich offen machen. Wir müssen mehr Akteure vernetzen. Und wenn ich dann so 3-4 aktive Facebooker aus der Gemeinde mit drin habe, dann sind die das auch, die dann sagen, okay, ich achte jetzt mal drauf, ich teile, ich like, ich kommentiere, ich kann Vereine mit einbringen. Das ist ein großes Thema, auch für Wirtschaftsförderung, das Vernetzen mit anderen Akteuren. Also das sind jetzt die zwei Themen, Sichtbarkeit, Vernetzen. Ich habe immer noch ein drittes dazu. Winfried, willst du mir ein Stichwort geben? Ja, also was halt spannend ist, wir haben jetzt Facebook gesagt, aber eigentlich ist es Vernetzung nach innen und nach außen. Also Vernetzung über die Silos hinweg mit dem entsprechenden Standing. Damit Vernetzung hört sich ja auch immer so schön metaphysisch an, aber hat die Beziehung eine Relevanz oder nicht? Also eine relevante Vernetzung in die internen Strukturen einer Stadt oder Region. Und Facebook ist jetzt mal ein Beispiel oder Social Media auch für die Vernetzung nach außen. Die muss am Ende natürlich auch in persönliche Beziehungen münden. Deswegen finde ich auch das Spannende hier, Wirtschaftsförderung gehen in die Innenstädte, weil Herr Professor Lahner, Sie hatten ja gesagt, manche wissen gar nicht, dass da jemand für sie zuständig ist oder trauen sich nicht oder gerade unter Druck denken sie, wer kann mir in der Eile am besten helfen? Und da müsste es eigentlich schon so sein, dass in jeder im Hinterkopf eigentlich hat, nicht nur die Wirtschaftsförderung, die müssten sogar wissen, Frau Meier oder Herr Müller haben mir am besten schon mal geholfen. Und das sind jetzt wieder meine Ansprechpartner. Und wir haben doch neulich noch im Roundtable zusammengesetzt und auch das Zukunftsgespräch Bad Honnef oder sogar Bonn, selbst Bonn, gemacht. Also insofern finde ich die zwei Stichworte letztendlich da schon ganz wichtig. Wie sieht's denn aus jetzt aus deiner Erfahrung von der Tour? Ich hab ja gewitzelt, wir hatten dich ja, Gunnar und ich, am Kölner Dom verabschiedet und dann hatten Gunnar und ich spekuliert, dass du nur 2 Städte weit kommst und dann abbrichst. Ganz hast du es auch nicht durchgeführt, muss man jetzt auch, da waren Gunnar und ich ganz kritisch. Aber was ist so dein Eindruck? Oder? Gibt es da jetzt tatsächlich einen Aufbruchwillen? Erkennen die Wirtschaftsförderer ihre besondere Bedeutung in diesen besonderen Zeiten? Ist da auch zu erkennen, dass man da in so eine Transformation hineingeht? Und wie ist da die Gauss-Kurve? Also gibt es da nur einige Blüten und aber zwischendurch ganz viel Grau? Oder was ist so dein Bauchgefühl nach dieser Tour? Und vielleicht kannst du auch mal ein bisschen sagen, wo du überall gewesen bist. Ich bin ja in 25 Regionen gesehen und habe gewesen. Entschuldigung. Und ich habe natürlich beides gesehen. Ich hab Katastrophen gesehen und ich habe tolle Sachen gesehen. Ich würde mal sagen, Corona war auch hier ein Riesenbooster, weil die sich natürlich in der Corona-Phase alle um Einzelhandel und um Gastro gekümmert haben dadurch gesehen, oh, ich bin jetzt nicht mehr nur der Gewerbesteuer-Reinholer, sondern ich kümmere mich darum, dass Gewerbesteuer erhalten bleibt, indem die Unternehmen nicht pleite gehen.
Und das war ja auch unser Aufruf zu sagen, jetzt habt ihr euch um Gastro und um Einzelne gekümmert, die sehr laut sind, die auch sehr sichtbar in den Städten sind und in den Gemeinden. Aber jetzt denkt auch mal an die, die nicht so laut sind, die nicht so eine gute Lobby haben, die müssen wir jetzt eben auch retten. Und also ich kann nur sagen, ich glaube, dass den Wirtschaftsförderern, dass die richtig, richtig viel zu tun hatten, dass die wirklich auch großenteils über sich herausgewachsen sind und dass die auch diese Sichtbarkeit, dieses, also es gibt einem ja ein gutes Gefühl, wenn du auf einmal so einen Sinn hast, weil du hilfst, ja. Natürlich hast du dann auch die, die einfach nur Fördermittel verteilen und ja, die das, es gibt auch welche, die wirklich noch die Zugbrücke runterlassen, dass der Reiter auf dem Hoch fahren kann, also die meilenweit von Digitalisierung entfernt sind. Aber so im Großen habe ich das schon als, also Corona auch hier als Beschleuniger gesehen. Und ich bin ja so bewusst auch jetzt nicht in diese Potsdams der Welt gefahren, weil ihr da vorhin drüber gesprochen habt, sondern ich habe mich ja entlang der Grenze lang geschlängelt und war wirklich im Tal der Tränen. Habe die polnische Grenze, die tschechische Grenze entlang gefahren, war in Bayern, war wirklich so einmal quer durch die Republik. Und nochmal, also das große Thema, die große Herausforderung ist für mich Sichtbarkeit. Was ich aber gerne, um auch noch eine Frage zu stellen an die Profis, was ich sehe, und jetzt möchte ich nochmal auf Social Media kommen, weil das in der Tat natürlich eine gute Funktion hat. Ich sehe bei den Wirtschaftsförderungen, die dort aktiv sind, dass wenn ein Post von der Wirtschaftsförderung oder von der Stadt kommt, hat der den mäßigen Erfolg. Wenn der gleiche Post nochmal von der Person geteilt wird, geht der ab wie Schmitzkatz. Das heißt, das Thema Personal Branding, die eigene Sichtbarkeit, was wir auch überall erleben. Ne? Es sind die Journalisten, die Kraft haben auf Social Media und nicht das Magazin. Die Personen, ist das vielleicht auch nochmal ein Thema, worauf wir gemeinsam einwirken können, dass wir sagen, habt den Mut als, ich sag jetzt mal, Bad Honnef, Johanna Högner, Wirtschaftsförderung sichtbar zu werden und nicht nur mit dem Stadtwappen und Wirtschaftsförderung Bad Honnef, was wieder so ein bisschen gegen diese Sichtbarkeit und das Vernetzen spricht. Wie schätzt ihr das ein? Oder? Wir haben eine ähnliche Problematik wie bei Corporate Influencern. Man muss natürlich den Mut haben, will man zum Beispiel neben einem Bürgermeister auch andere prominente Köpfe haben. Also ich weiß zum Beispiel damals in Brühl, wo ich herkomme, da war fast der Stadtdirektor, da war egal, wer Bürgermeister unter dem Stadtdirektor war. Der Dr. Schumacher, dessen Sohn heute auch bei der Bahn Marketing- und PR-Chef ist, der war so omnipräsent. Und das ist natürlich die Frage. Sonst würde ich sagen, je mehr man tatsächlich so eine Organisation, eine erkennbare Außenhülle gibt, erkennbare Botschafter, macht es natürlich auch dieses, was Professor Lana gesprochen hat, rufe ich den mal an oder habe ich den im Kopf, einfacher. Aber ist die Frage, Herr Professor Lana, wollen das die Städte, wollen das die Wirtschaftsförderer letztendlich auch diesen Personal Brand quasi in so einem Kontext zu leben? Das weiß ich natürlich nicht, aber ich halte es für plausibel, und dass ich mich jetzt ja als Fachmann für Social Media stellen will. Ich halte es für plausibel, dass das sicherlich was ausmacht. Ne? Ich denke auch, da sollte man souverän sein und eigentlich von der Spitze her, sage ich mal, sagen, lass die Leute laufen und lass sie sich profilieren. Am Ende nutzt es uns allen. Die Person wird ja wahrscheinlich nicht das nächste Mal gleich Landrats- oder Bürgermeister. Oder Bürgermeisterkandidat. Genau. Obwohl, hat es auch schon gegeben. Also von daher Vorsicht. Aber nein, aber im Grunde ist es doch das. Also wenn man da ein Faible für hat, es ist doch auch ohne Social Media. Die agilen Wirtschaftsförderinnen und Wirtschaftsförderer erreichen nun mal einen gewissen Bekanntheitsgrad. Ja, und wenn ich natürlich in der Verwaltung die Mentalität habe, alles, was so ein bisschen rausragt, muss irgendwie Kopf ab, gut, dann ist das vielleicht aber auch nicht die Aufstellung für die Zukunft. Ich finde den Ansatz gut. Ich nehme das zur Kenntnis und finde das spannend, eben, dass man damit tatsächlich was macht. Ja. Aber Professor Lahner, das ruft nach einer Abschlussarbeit. Das, was Birgit sagt, ist wirklich in vielen Bereichen der Fall. Ist auch im Journalismus so, dass man sich nicht hinter einer großen Marke wie der FAZ mehr verstecken kann, sondern dass die einzelne Persönlichkeit dann zählt. Ja. Und wenn dann eine Organisation oder ein Verlag oder ein Chefredakteur oder eine Redakteurin damit nicht umgehen kann, dann wandert halt der entsprechende
Mann oder die Frau dann halt ab und machen sich dann teilweise selbstständig oder gehen halt zum anderen Medium. Also das ist da auch sichtbar. Aber das, was Birgit angesprochen hat, die Frage der Sichtbarkeit, sehe ich also auch als einen entscheidenden Punkt. Auch diese Symbolik, ne, ins Zentrum zu gehen oder in die Fußgängerzone. Also das würde ich mal sagen, Teil auch der Stadtgesellschaft zu werden oder der Kommune, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Also, dass man sich nicht irgendwo so als Amt auch optisch darstellt, sondern dass man Teil der Stadtgesellschaft ist. Ist das vielleicht auch ein Erfolgsgeheimnis, Herr Brosalana? Also, ich hab das nicht gemessen oder wir haben das nicht gemessen, aber auch das ist natürlich hochplausibel. Wenn ich die Nähe suche, wenn ich auch bereit bin, dorthin zu gehen. Das kann ja auch manchmal mühselig sein und kann auch einfach mehr Arbeit bedeuten und kann auch andere Dinge nach sich ziehen. Aber das ist ja das, worum es letztendlich geht, die Nähe auch zu den Unternehmen und eben auch vor Ort sein, präsent sein und Gesicht zeigen. Also das halte ich schon für wichtig. Ich finde es immer erschreckend, wenn dann Befragungen rauskommen und dann die Unternehmerinnen und Unternehmer in der Mehrheit sagen, sie wissen gar nicht, dass es eine Wirtschaftsförderung gibt. Ja. Das sind dann so Momente, wo ich sage, gut, da könnte was passieren. Es ist nicht schlimm, wenn sie die nicht nutzen, weil es ihnen so gut geht. Oder wenn sie sagen, wir nehmen die wahr, die machen da ein gutes Stadtmarketing, aber das ist okay, aber wir haben keine Berührungspunkte. Das muss gar nicht unbedingt sein. Und ich habe auch keine Lust auf die Empfänge oder auf irgendwelche Veranstaltungen. Aber es muss klar sein, da gibt es welche, die machen was. Und was machen die? Und wenn das... Sie sagen gerade ganz was Spannendes. Sie haben jetzt so nebenher Stadtmarketing gesagt. Ich habe ja wieder das Thema Ostwestfalen referenziert, was ich ja ganz gerne referenziere. Zum Beispiel hieß früher die Ostwestfalen Lippe GmbH, die Regionalentwicklungs GmbH, die hieß früher OWL Marketing. So, und alle haben das abgehakt. Ja, die machen ja Marketing. Also die sahen da gar keine Entwicklungsinstitution drin. Und ich glaube, man muss fast ein Marketing machen für Wirtschaftsförderung, damit auch Unternehmen erkennen. Also das eine ist, die Wirtschaftsförderung müssen sich wandeln, aber es muss auch die Wahrnehmung der Wirtschaftsförderung sich wandeln, dass Unternehmen auch für sich erkennen, das ist für mich ein Partner für Regional- und Unternehmensentwicklung. Und ich hatte ja hier das Kölner Beispiel von der Berner Group. Da wurde das hochgelobt, dass man wirklich sagte, da war die Wirtschaftsförderung an unserer Seite. Und deswegen hat man so früh diese Entscheidung auch nicht bereut, sondern gesagt, hier, das war genau die richtige Entscheidung, nach Köln zu gehen. Also auch für alle anderen Unternehmen, die uns dann später hören, die jetzt über Standorte nachdenken. Ich kann sagen, Köln, wir haben nicht nur den Dom, sondern auch eine tolle Wirtschaftsförderung. Ja, ja. Das war doch ein super Schlusswort. Ne? Also dann würde ich mal sagen, an der Stelle schließen wir das Ganze ab und das Thema bleibt top. Wir werden das ja auch übrigens bei der Next Economy Open zu einem Schwerpunktthema machen, an dem ersten Tag der Next Economy Open, nämlich am 3. Dezember. Da werden wir uns den ganzen Tag mit Regionalförderung beschäftigen. Herr Brosalana, sind auch herzlich eingeladen, da eine Session zu machen. Es beteiligen sich ja auch ein paar Hochschulen an der Next Economy Open. Unter anderem auch am zweiten Tag, die Hochschule Fresenius, also da haben wir viele Kooperationspartner, die eigene Sessions entwickeln und dann virtuell präsentieren. Die Next Economy Open wird ja seit Jahren schon rein remote gemacht, da waren wir ein Trendsetter. So. Ja, gibt es weitere Wortmeldungen? Birgit, noch ein Schlusswort? Ja, also nein, Schlusswort nicht, aber ich Augen auf für die Chancen im ländlichen Raum. Das sind für mich jetzt wirklich die, die es rocken können, die das Wirtschaftswunder möglich machen und auf die gerade Riesenchancen haben. Deswegen bin ich ein großer Fan von den Dörfern, von den kleinen Städten und Gemeinden. Sehr gut. Da sind oft auch die Hidden Champions. Ja, also deswegen ganz herzlichen Dank, Professor Lahne, und auch ganz besonderen Dank an dich, Birgit, für deinen Überraschungseinsatz und auch die frohe Botschaft. Trotz der Skepsis von Gunnar und ich hast du ja über Facebook und andere Kanäle die ganze Zeit da immer ganz spannende Impulse getragen. Ja, Herr Professor Lahne, ich hoffe auch, wie der Gunnar es gesagt hat, dass das heute kein Ende ist, sondern ein Anfang. Ein weiterer Höhepunkt auf der Next Economy Open. Wir schauen auch mal, was wir bei Next Egg da vielleicht integrieren. Genau. Und dann letztendlich hoffentlich können wir ein bisschen mithelfen, da eine kontinuierliche Transformation draus machen.
Also an euch liegt es nicht. Ich bin ganz begeistert und hoffe toi toi toi, dass diese Rolle der Wirtschaftsförderung auch in Zukunft noch stärker gesehen wird. Genau. Und Bonn wird auch besser mit der neuen Oberbürgermeisterin dann. Ne? Sehr gut. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.